Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo und wir wollen uns zuallererst hier um die Veränderung in dem russischen Forschungszweig kümmern. Mit dem Update 094 wird es ja wahrscheinlich den Vorabzugang zu den russischen Kreuzern geben und mit Update 095 sortieren sich diese ja dann in den Forschungszweig eben ein. Da wird dann auch der Wechsel vollzogen. Die Ablösung quasi einer Speerspitze der russischen Kreuzer. Die Alexander Newski übernimmt die Führungsrolle und schickt die Moskwa quasi in die Waffenkammer. Die wird da quasi befördert, wenn man dazu sagen möchte. Und zwar zu einem Spezialschiff mit Sonderstatus. Und das Spezialschiff mit Sonderstatus bedeutet, ihr zahlt keine 180.000 Credits mehr als Wartungskosten nach dem Gefecht, sondern nur noch 90.000. Dazu könnt ihr sämtliche Kommandanten dieser Nation kostenlos auf die Moskwa setzen, ohne dass dafür eine Strafe oder eine Umschulung eben notwendig wird. Jeder von euch, der die Moskwa erforscht hat und besitzt oder sie nur erforscht hatte und nicht mehr besitzt, der wird die Moskwa erhalten und dann damit rumschippern können, ohne dass er dafür extra Kohle ausgeben muss, sondern ihr kriegt die einfach gestellt. Diejenigen, die dafür Kohle ausgeben müssen, sind all diejenigen, die noch nie das T-10-Schiff, also die Moskwa, erhalten haben oder freigespielt haben. Und da muss man dann eben halt Kohle in die Hand nehmen, wenn man diesen Dampfer eben haben will. Weiter geht's dann schon, dass eben die Premium-Tarnung, die auf der Moskwa möglicherweise bei euch vorhanden ist, nicht irgendwie vergütet wird, sondern ihr, so ist der Ansinn von Wargaming, habt ja monatelang, jahrelang möglicherweise von der Premium-Tarnung auf der Moskwa profitiert und habt eure Vorteile dadurch ausnutzen können. Und deswegen wird da eben kein separater Rabatt nochmal zur Verfügung gestellt. All diejenigen, die die Moskwa jetzt erhalten und die Premium-Tarnung noch nicht hatten, die bekommen die Tarnung ebenso gestellt wie die Moskwa eben, wenn sie dann freigeschaltet war. Einfach deswegen, weil die Moskwa ja ein Spezialschiff wird und dazu auch eine Tarnung gehört. Wenn ihr euren Forschungsbaum gerade resettet habt, dann werdet ihr einen Bonus in Form von Forschungspunkten erhalten für die Alexander Newski. Wie genau dieser Bonus aussehen wird, ist bis jetzt noch unbekannt. Zum Thema legendäres Modul bei der Moskwa. Die Moskwa wird das erste Spezial- oder Schrägstrich-Premium-Schiff sein sozusagen, welches ein legendäres Modul erhalten wird. Einfach deswegen, weil es ja im Forschungsbaum schon so war. Und ihr werdet euer legendäres Modul behalten, wenn ihr schon freigeschaltet habt. Ihr werdet die Mission erhalten, wenn ihr die Mission aktuell fahrt. Oder ihr werdet, also behalten, ganz normal, auch den Fortschritt werdet ihr behalten. Und wenn ihr in der Waffenkammer dieses Schiff eben verstärken wollt, indem ihr halt Forschungspunkte für dieses Modul ausgibt, wird das auch möglich sein in Zukunft. Mit der Umstellung quasi des Forschungsbaums und dem Absondern der Moskwa in die Waffenkammer werden ja normalerweise die Kapitäne immer auf der T1-Schiff des jeweiligen Forschungsbaums umgesetzt und müssen dann quasi neu angelernt werden. Das ist bei der Moskwa aber nicht der Fall und das wird auch bei der Kirov nicht der Fall sein. Wenn ihr darauf Kapitäne habt, werden die ihre Spezialisierung für das jeweilige Schiff eben behalten. Aber noch ein ganz wichtiger Punkt für diejenigen, die jetzt hoffen, die Alexander Newski möglicherweise einfach 1:1 im Ausgleich zu erhalten, wenn die Moskwa aus dem Forschungsbaum verschwindet und in die Waffenkammer wandert. Das ist mitnichten so. Die Alexander Newski muss wieder komplett neu freigeschaltet werden. Das heißt, ihr solltet euch jetzt an die Arbeit machen und auf die Donskoi Erfahrungspunkte anhäufen, damit ihr diese sofort nutzen könnt, sobald die Alexander Newski dann verfügbar ist. Oder ihr nehmt eben Free XP. Das ist ja euch freigestellt, aber ihr habt jetzt auf jeden Fall noch über 2 Monate Zeit, bis dieses Update released werden wird. Und bis dahin solltet ihr zusehen, dass ihr genug Forschungspunkte da habt. Und dann könnt ihr nämlich die Newski direkt freischalten. All die Regeln, wie gesagt, die habe ich jetzt ein bisschen auf die Moskwa bezogen, gelten natürlich dann auch für die Kirov 1:1. Wie die Kirov genau zu erhalten sein wird, das ist noch nicht klar, das hat Wargaming auch noch nicht verlautbart. Nur, wir wissen, diejenigen, die die Moskwa nicht geschenkt bekommen, sind eben diejenigen, die das Schiff noch nie freigeschaltet hatten und die müssen dann eben Kohle in der Waffenkammer investieren. Das war es erstmal zu dem Stand, den wir jetzt mitgeteilt bekommen haben für Update 095. Und wir gucken jetzt direkt einmal weiter und zwar zu den
Flugzeugträgern. Mich wurde ja vor kurzem schon mal etwas zu den deutschen Flugzeugträgern erzählt. Und da gab es dann auch bei uns in der Community hier diverse Spieler, die darauf hingewiesen haben, dass ja überall dieser Zusatz fehlt, nämlich August von Pasewall oder Manfred von Richthofen. Und Wargaming hat sich dessen belehren lassen und hat dann auch nochmal mit ihren geschichtlichen Hintergründen geprüft. Und die sind jetzt da einlenkungsbereit, könnte man sagen. Und in Zukunft wird der Flugzeugträger der Deutschen auf der Stufe 8 August von Pasewall heißen und der Flugzeugträger auf der Stufe 10 dann eben Manfred von Richthofen. Also da haben wir dann mehr geschichtlichen Hintergrund und das ist ja eigentlich auch ganz passend. Und nun kommen wir zum dritten Thema und zwar zu den U-Booten, die jetzt demnächst dann auf dem Public Test Server verfügbar sein werden. Also jeder von euch, der einen Public Test Account hat, kann dann mit den U-Booten da durchstarten und ein bisschen testen, wie sich die ganzen Geschichten so fahren. Im Anschluss an den öffentlichen Test werden die U-Boote wohl auf den Live-Server kommen, aber nicht in den von uns üblicherweise gespielten Zufallsgefechten oder Koop-Gefechten, sondern eben beim Wettrüsten, also ähnlich zu dem wie beim Wettrüsten oder Wüstengefechten oder Weltraumgefechten. Es gibt einen separaten Gefechtstyp. Das ist eigentlich die Kernaussage bei der ganzen Geschichte. Ne, da wird dann weiter getestet, um die U-Boote weiter zu balancen. Und danach wird Wargaming entscheiden, ob die U-Boote kommen und wenn ja, wie sie denn auf den Live-Server dann wirklich final integriert werden. Das ist ja jetzt die vierte Runde sozusagen. Es gab drei Beta-Testrunden, die geschlossen waren. Da musste man sich bewerben und hat dann Zugangsdaten bekommen. Jetzt startet die vierte Runde, die mehr oder weniger öffentlich ist, sobald ihr eben einen Zugang zum PTS habt. Und da gab es dann nochmal ein paar Änderungen. Zum Beispiel wurde jetzt die Rückkehr in die Oberfläche wieder hinzugefügt. Erkennbarkeitsmechaniken wurden überarbeitet. Die Erkennbarkeit nach dem Aussenden von Sonarpings wurde überarbeitet und auch die Verbrauchsmaterialien der U-Boote oder Tauchboote, sollte man ja besser sagen, wurde überarbeitet. Prinzipiell ist die Charakteristik aber immer noch ähnlich. Ja, wir haben einen sehr kleinen Trefferpunktevorrat. Wir sind an der Oberfläche schnell, aber weit erkennbar und laden an der Oberfläche unsere Batterie auf, die als Verbrauchsmaterial sozusagen, also dauerhaftes Verbrauchsmaterial, irgendwie eine Rolle spielt. Unter Wasser sind wir langsam, dafür sehr verborgen, sind schwer zu entdecken, müssen extremst langsam fahren, wenn wir die Batterie aufladen wollen. Also langsam sind wir sowieso schon mal, aber wenn wir die Batterie unter Wasser noch aufladen wollen, dann nur eine Viertelkraft. Fahren, wenn ihr eine leere Batterie habt, könnt ihr nach wie vor, also ohne Probleme. Ihr könnt auch auf- und abtauchen, alles kein Problem. Aber ihr könnt eben keine Pings mehr aussenden. Und die Pings, die haben quasi Bestand und werden eben dazu genutzt, um eure Torpedos in ein Ziel lenken zu können. Ein Stück weit zumindest. Ja? Denn ungefähr 1 Kilometer vor dem Ziel werden die Torpedos immer wieder in den ungelenkten Status quasi zurückfallen. Ja? Ihr könnt also, wenn ihr auf längere Entfernung zielt, dann solltet ihr erst die Torpedos abschießen, dann pingen. Der Ping ist dann 30 Sekunden lang aktiv, also der Torpedo folgt quasi diesem Anpingen. Ja? Und 1 Kilometer vor dem Ziel wird der Torpedo dann quasi in einen ungelenkten Torpedomodus wieder sozusagen zurückfallen. Und ja, damit ist die Charakteristik der Torpedos eigentlich klar. Man sollte versuchen, auf möglichst schwerfällige Ziele zu schießen, also Schlachtschiffe, vielleicht Flugzeugträger. Das ist eigentlich schon, ich sag mal, das, was man so grob festhalten kann. Prinzipiell könnt ihr nur noch Ziele entdecken, die auch in eurer Sichtweite sind. Umso weiter abgetaucht ihr seid, desto weiter seid ihr versteckt. Ja, also desto weniger seid ihr erkennbar, aber desto weniger könnt ihr auch von euren Gegnern sehen. Ja, und weiter aufgetaucht ihr seid, desto mehr könnt ihr sehen oder mitbekommen von eurer Umgebung. Allerdings seid ihr dann eben auch erkennbar für eure Gegner. Wichtig ist auch, die Meterzahl von 6 Metern sich ein bisschen zu merken, weil bis dahin kann eben auch Granatenbeschuss von Schlachtschiffen, also HE-Granaten, euch sehr gut treffen unter Wasser und da entsprechend Schaden anrichten. Und die nächste große Bedrohung ist dann natürlich hier die Wasserbombengeschichte. Die Zerstörer, die jagen euch, die haben Hydrofon. Wenn ihr in der gewissen Umgebung des Zerstörers seid, werdet ihr mehr oder weniger aufgeschaltet und erkennbar. Und die jagen euch mit der Wasserbombe so lange, bis ihr quasi
ja, nur noch ein Klumpen Metall seid, was dann auf dem Meeresboden eben sinkt. Ja, ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, beziehungsweise auf zu viele Details eingehen. Das ist jetzt erstmal nur eine grobe Info. Ja, wir werden natürlich vom PTS berichten und euch vielleicht auch das andere, ein oder andere Gameplay dann mal zeigen. Und das soll schon gewesen sein von diesem Ausblick mit den drei Themen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen kompakt die ganzen Informationen, die sich rund um World of Warships gerade so tun, sich verändern, ein bisschen näher bringen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, klickt Abo. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden, die World of Warships spielen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Kanal wieder. Bis dahin, euer Siegrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.